weiterhin Veranstaltungen durchzuführen. Ich bin aber sehr froh, dass wir es möglich gemacht haben, den Anfangstag das gesamte Programm in digitaler Form anzubieten und Sie so daran teilhaben zu lassen. Ich bedanke mich ganz besonders bei der Bildungsstätte Anne Frank und auch beim Jüdischen Museum, aber auch bei dem gesamten Fachbeirat, dass Sie dies möglich gemacht haben. Denn es ist ja eine ganze Menge Arbeit, so ein Programm in digitaler Form aufzubereiten. Ich finde, das ist sehr gelungen und ich freue mich, dass Sie teilnehmen. Das ist ja sicherlich auch ein positiver Effekt der aktuellen Krise. Die Digitalisierung kommt voran und einer Ihrer Wegbegleiter, Vorreiter, Bill Gates, sollte eigentlich davon profitieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Bill Gates sieht sich massiven Angriffen ausgesetzt. Insbesondere sein gesundheitspolitisches Engagement wird heftig kritisiert und ist der Ausgangspunkt zahlreicher Verschwörungstheorien. Dies ist ein Thema, was wir heute aufgreifen: Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Dabei gilt es ja oft, je kruder, je abwegiger eine Theorie ist, desto fester glauben manche Menschen daran. Und jedes Gegenargument wird als Beweis für die Raffiniertheit der Verschwörer herangezogen. Wenn sich also dann das Gesagte unwiderlegbar als falsch herausstellt, heißt das, ja, man habe ja nun mal fragen dürfen und das würde doch wohl erlaubt sein. Sicherlich, solche Theorien haben unterschiedliche Ursachen. Zum einen gibt es Menschen, die glauben tatsächlich daran, zum anderen aber verfolgen sie auch andere Ziele. Doch die Wirkung des Anzweifelns ist immer verheerend für unser Zusammenleben. Ja, natürlich, Demokratie darf man hinterfragen, man darf zweifeln. Und man darf auch unterschiedliche Standpunkte vertreten. Aber es gibt nur eine Realität. Ja, die Wahrheit kann unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert werden, je nach Perspektive. Aber es gibt eben nur Fakten und keine alternativen Fakten. Und wie man es dreht und wendet, Fakten bleiben Fakten. Wir haben schon in der Schule gelernt, man kann sie zählen, messen und wiegen. Und das Gegenteil von Fakten, das Gegenteil von Wahrheit ist eben keine alternative Wahrheit, sondern das Gegenteil von Wahrheit ist die Unwahrheit und die Lüge. Anne Frank selbst hat von ihrem Alltag unter bedrückenden Umständen berichtet. Sie war eine Reporterin. Sie hatte ihre Perspektive und sie war meinungsstark. Aber sie berichtete auch wahrheitsgetreu. Und wäre sie nicht ermordet worden, vielleicht wäre sie eine gute Journalistin geworden und würde heute mit uns gemeinsam gegen Verschwörungstheorien kämpfen. Wollen wir unsere Demokratie nicht gefährden, muss der Fakt so lange Gültigkeit behalten, bis er zweifelsfrei widerlegt wird und nicht umgekehrt. In der Wissenschaft nennt man das Validieren. Dass Menschen mit unbestreitbar fachlicher Expertise auf eine Stufe gestellt werden mit Laien, die eine starke Meinung vertreten, sei sie nun wahr oder nicht. Das kennen wir schon aus den vergangenen Diskussionen, zum Beispiel um den Klimawandel. Fakten und rein wissenschaftliche Erkenntnisse werden ignoriert mit dem Verweis auf die Meinungsfreiheit. Die Lüge ist aber keine Meinung. Die Lüge ist eine Lüge. Und wie man es dreht und wendet, sie ist und bleibt eine Falschaussage. Es ändert auch nichts daran, dass die Wissenschaft immer nur nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft argumentieren kann. Dieses permanente Anzweifeln von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Fakten, ohne tatsächliche Begründung, ist vielleicht die größte Herausforderung für unsere politische Kultur. Denn die Infragestellung eines Problems ist ja noch nicht dessen Lösung, sondern nur die Infragestellung. Es wird Misstrauen geschürt, wofür man Vertrauen bräuchte. Und es wird Hass gesät, wo wir Zusammenhalt brauchen. Und dabei ist der Antisemitismus, der Hass auf jüdisches Leben und jüdische Kultur, ein häufig verbindendes Element von Verschwörungstheorien. Am Ende steckt hinter der angeblich politischen, wirtschaftlichen oder medialen Weltverschwörung immer das Judentum.
Solche Lügen haben auch Anne Frank das Leben gekostet. Lügen führen zu Hass und Hass führt zu Gewalt. Das war im Falle des größten Menschheitsverbrechens, der Shoah, so. Das ist aber auch heute wieder so, wenn rechtsextreme Mörder und Terroristen Anschläge auf jüdische Einrichtungen verüben, wie beispielsweise in Halle. Die Stadt Frankfurt hat unter dem Eindruck des rassistischen Terroranschlags in Hanau nun einen Aktionsplan gegen Rassismus und Rechtsextremismus aufgelegt, in dem auch ein Investitionsprogramm vorgesehen ist, das Projekte unterstützt, zum Beispiel auch gegen Antisemitismus. Auch der Anne-Frank-Tag dient dem Ziel der Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Gerade heute verlangt das eben auch die Dekonstruktion von Verschwörungsmythen und die Diskussion darüber, wie wir diese wirksam im Keim ersticken. Es muss dabei sicherlich aber auch um Medienkompetenz gehen. Warum wird denn Amateurvideos auf YouTube mehr geglaubt und mehr vertraut als den professionellen Redaktionen? Das ist für uns schwer nachzuvollziehen. Und damit meine ich nicht die unglaublich gut recherchierten und gut gemachten Formate, die in den letzten Jahren auf unterschiedlichen Plattformen entstanden sind. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Diskussion, zur Bildung und zur Demokratisierung in unserer Gesellschaft. Sie verschaffen gerade jungen Menschen das Gehör, die eben früher nicht gehört wurden, weil sie keine Möglichkeit hatten, sich in den etablierten Medien einzubringen. Auch wir senden heute über YouTube und ich bin froh und freue mich darüber, denn es zeigt, dass die Netzkultur vielfältig ist und dass die Diskussionen dort stattfinden, wo sie gebraucht werden. Ich bedanke mich nochmals bei dem Podium, dass Sie sich heute zur Verfügung stellen, und wünsche uns allen eine spannende Diskussion. Vielen Dank an Silvia Weber. Wenn jetzt hier Publikum wäre, dann würden wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen Applaus hören. Ich würde jetzt gerne erstmal mich nochmal entschuldigen für die kleinen technischen Schwierigkeiten am Anfang. Wenn wir jetzt hier alle an Verschwörungstheorien glauben würden, dann würden wir vielleicht denken, da hat doch vielleicht irgendjemand so absichtlich den Stecker gezogen oder irgendwo seine Hand im Spiel gehabt. Uns alle treibt die Corona-Krise um, jetzt schon ganz schön lange, 3 Monate. Das heißt vor allem, wir alle, trotz aller Lockerungen, was bleibt, ist so ein gewisses Gefühl der Unsicherheit. Wie geht das Ganze weiter? Wo geht das hin? Sind die Maßnahmen, die getroffen wurden, gelockert werden, auch die richtigen? Ist das der richtige Weg? Ja, und das alles führt auch dazu, dass eben Verschwörungstheorien momentan wieder Hochkonjunktur haben. Die Menschen wollen einfache Lösungen, die das Chaos lichten, die ihnen auch die Schuldigen vielleicht präsentieren. Ja, und gerade was jetzt Corona betrifft, da gibt es ja einiges, was da so im Umlauf ist. Zum Beispiel Coronavirus, das gibt es gar nicht, ist nicht gefährlich. Corona ist eigentlich eine Biowaffe aus den chinesischen Laboren, die dort entwickelt wurde. Letztendlich soll eine neue Weltordnung entstehen, ja, oder bis hin, da, dass Covid-19 eigentlich noch gar keine Todesopfer gefordert hat, weil das waren ja alles eigentlich Schauspieler und Schauspielerinnen, die da irgendwie bislang vor den Kameras waren. Also die Auswüchse sind teilweise abstrus und wir wollen heute hier darüber reden, was hat das alles mit Antisemitismus zu tun? Welche Rolle spielen antisemitische Motive bei diesen Protesten, teilweise auch, die es ja gegeben hat gegen die Corona-Maßnahmen? Wie ernst zu nehmen sind diese Mythen auch? Wie gefährlich sind sie unter Umständen? Und ja, und vor allem, wie gehen wir damit um, wenn uns Menschen begegnen, die diese Mythen vertreten, die da, die sie weiter verbreiten? Darüber möchte ich jetzt heute sprechen mit meinen Gästen auf dem Podium, Professor Butter zu meiner Linken. Er ist Professor für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen und forscht seit gut 10 Jahren zu Verschwörungstheorien aller Art. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Auch herzlich, auch hier wieder der Applaus, der virtuelle. Dann zu meiner Rechten Veronika Kracher. Hallo. Sie ist Soziologin und Journalistin und beschäftigt sich viel mit dem Thema Männlichkeit und rechter Terror, auch was das Internet dabei für eine Rolle spielt. Schön, dass Sie da sind. Es freut mich sehr, hier sein zu können. Und ganz rechts ist Tom Uhlig. Er ist Psychologe und Bildungsreferent hier in der Bildungsstätte Anne Frank.
Er koordiniert das Kompetenznetzwerk gegen Antisemitismus. Hallo, Herr Ulig. Und ich bin Anne Bayer, ich bin Politikredakteurin in HR Info und das HR Info, das Informationsradio des Hessischen Rundfunks, was auch Medienpartner dieser Veranstaltung ist. Ganz kurz noch für Sie an den PCs, der Hinweis: auf YouTube können Sie natürlich auch gerne Ihre Anmerkungen, Ihre Fragen hinterlassen, die jetzt im Laufe der Veranstaltung entstehen. Wir werden versuchen, die dann zu bündeln und auch die Gelegenheit zu geben, hier Antworten darauf zu finden. Eine Stunde haben wir jetzt ungefähr Zeit und ich freue mich schon sehr auf die Diskussion. Herr Butter, an Sie die erste Frage. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielen bei diesen Protesten gegen Corona-Maßnahmen momentan auch tatsächlich antisemitische Motive? Ich glaube, und das ist vielleicht die gute Nachricht gleich vorweg, keine sonderlich große Rolle. Im Vergleich zu anderen Ländern, wo das viel ausgeprägter ist, in den USA ist das ausgeprägter, im Iran ist es alles ein zionistisches Komplott, was gerade mit Corona passiert. In Deutschland beobachten wir eigentlich gerade eher das, was wir die letzten Jahre immer beobachten, dass zeitgenössische Verschwörungstheorien immer so eine gewisse Offenheit haben. Das heißt, die können antisemitisch gefüllt werden dann von den Rezipienten, sie müssen es aber nicht unbedingt. Diejenigen, die wirklich ganz explizit antisemitisch sind, die sind momentan doch in einer Minderheit verglichen zum Beispiel zu der Flüchtlingskrise von 2015, wo natürlich dann auch das Gesicht der Verschwörung dahinter dann ein jüdischer Amerikaner war, George Soros, und wo man sofort eben bei einem Komplott war, dass die Juden oben sah und dann die muslimischen Migranten als die Bodentruppen dieser Verschwörung. Das ist mittlerweile noch lange nicht so, dass wir auf diesem Level wären. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt und dass es nicht auch Rechte gibt, die da das wie immer antisemitisch lesen, aber es ist aus meiner Perspektive momentan eher doch nicht das dominierende Narrativ. Aber wir haben jetzt von dem Namen Bill Gates auch schon gehört, in dem Grußwort. Dieser Name fällt ja auch immer wieder. Was hat der mit dem Ganzen zu tun? Naja, Verschwörungstheorien fragen immer cui bono, wem nützt das? Weil angeblich diejenigen, die profitieren oder vermeintlich profitieren, diejenigen sein müssen aus der Logik der Verschwörungstheoretiker, wo es keinen Zufall gibt und alles geplant ist, die dahinter stecken, die ursächlich verantwortlich sind. Und Bill Gates wurde jetzt identifiziert als derjenige, der angeblich davon profitiert, weil er angeblich einen globalen Impfzwang durchsetzen möchte, weil er sich bereichern möchte an den Impfdosen, die er uns verkaufen möchte, weil er vielleicht auch, das ist eine Verschwörungstheorie-Variante, die in den USA und Frankreich populärer ist als in Deutschland, die Weltbevölkerung reduzieren möchte. Das heißt, er hat angeblich vielfältiges Interesse und großen Nutzen davon. Gleichzeitig hat man sich, glaube ich, auf ihn auch eingeschossen, weil diese Verschwörungen oft so ein bisschen abstrakt sind, die man da entdeckt, und die brauchen ein Gesicht, und ein reicher, alter, weißer Mann bietet sich so an, quasi das Gesicht dieser Verschwörung zu sein in der Vorstellung von ganz vielen. Und schließlich kann man ihm das unterstellen, was die Verschwörungstheoretiker auch immer ganz wichtig finden, und das ist das sogenannte Vorwissen. Das heißt, die Gates-Stiftung hat Ende letzten Jahres eine globale Pandemie simuliert, die in China ihren Ausbruch nimmt und sich dann auf der ganzen Welt ausbreitet. Und das ist auch immer so ein Zeichen, nach dem Verschwörungstheoretiker suchen, weil die sagen, aha, die wussten das vorher, deshalb müssen die auch dahinter stecken. So kommt Bill Gates in diese ganze Sache rein. Er ist allerdings auch ein üblicher Verdächtiger. Das heißt, es gab schon vorher Verschwörungstheorien, gerade aus dem impfkritischen Milieu, die sich um Bill Gates und die WHO gerankt haben. Und da sind jetzt im Grunde nur noch mehr Leute auf den Zug aufgesprungen. Das ist ohnehin ganz typisch für die allermeisten Corona-Verschwörungstheorien, dass die entweder die Struktur älterer Verschwörungstheorien kopieren oder einfach nur anbauen an diese älteren Verschwörungstheorien und die Corona-Krise jetzt das letzte Kapitel ist, das neueste Kapitel, und dann wird es irgendwann ein weiteres Kapitel geben. Das heißt, die Corona-Krise an sich ist jetzt gerade nichts, was jetzt antisemitische Protestbewegungen nochmal oder Stereotype nochmal. Ich glaube nicht, dass es die wirklich befeuert hat. Es ist, glaube ich, generell gerade so, dass das Verschwörungstheorien noch mal mehr ins Licht der Öffentlichkeit gebracht hat, schon allein aus dem Grund, weil Journalisten nichts anderes zu tun hatten, als sich mit Corona zu beschäftigen in den letzten Monaten. Und insofern war man ganz, ganz schnell schon so ab im Grunde Ende März bei den Corona-Verschwörungstheorien angekommen. Und das bedeutet, dass dann natürlich diese Theorien eine große Sichtbarkeit erfahren haben. Aber wir dürfen Sichtbarkeit, glaube ich, nicht mit einer Zunahme an Popularität verwechseln. Das ist meines Erachtens da, wenn dann, überhaupt nur in relativ geringem Maße gegeben. Herr Ulig, an Sie die Frage. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das ähnlich, oder würden Sie sagen, Antisemitismus und Verschwörungstheorien momentan kamen schon nochmal eine andere Dimension bekommen? Ja, ich
denke, ich sehe das ein bisschen weniger optimistisch. Also ich stimme Ihnen bei ganz vielen Punkten zu, auch was diese Frage des cui bono angeht und warum sozusagen Bill Gates sich so eignet als irgendwie herausgehobene Person. Ich würde allerdings sagen, dass diese Verschwörungstheorien eigentlich immer strukturell antisemitisch sind. Also sozusagen, selbst wenn da Bill Gates vorne eingesetzt wird, ändert das, denke ich, nichts an der antisemitischen Struktur, die diese Verschwörungserzählungen haben. Das ist vielleicht erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, wenn dann jetzt eine ganz andere Person oder so im Fokus der VerschwörungstheoretikerInnen steht. Allerdings kann man sich das, glaube ich, relativ gut herleiten mit eigentlich drei, also ich denke, es gibt drei Zugänge, wie man sich das herleiten kann. Einer ist eben, wie Sie ja auch schon gesagt haben, historischer. Diese Theorien haben Vorläufer. Gerade was so zur Seuchenverbreitung angeht und so weiter, gibt es eben zahlreiche antisemitische Verschwörungstheorien, die sehr, sehr viel älter sind und die damals noch dezidiert antisemitisch waren, was heute nicht mehr so einfach der Fall ist, weil nach 1945 Antisemitismus vor allen Dingen über Umwege kommuniziert wird. Das wäre sozusagen historischer Zugang zu dem Phänomen. Das andere wäre eben struktureller, die Figur oder das Bild des Juden hat sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Bild der Verschwörer, eben dieses Unfassbare, das Allmächtige, das im Hintergrund walten, die Welt in einen Schaden zu stürzen, in der Minderheit zu sein, etc. Solche ganz spezifischen Charakteristika für den Antisemitismus sind die gleichen wie von den vermeintlichen Verschwörern. Und zu guter Letzt würde ich sagen, ist ein Zugang eben ein phänomenologischer, wo ich Ihnen auch wieder zustimmen würde, dass es bisher sich noch einigermaßen in Grenzen hält. Aber wenn man das Pech hat, mit VerschwörungstheoretikerInnen zu diskutieren, wird früher oder später immer die Rede auf Jüdinnen und Juden beziehungsweise irgendwie jüdisch konnotierte Namen oder Institutionen kommen. Bei den Protesten derzeit, bei den sogenannten Hygienedemonstrationen, sieht man auch ständig diese furchtbaren Judensterne, in Anführungszeichen, die sich angeheftet werden, wo dann ungeimpft draufsteht. Die Stadt München hat das ja jetzt verboten, was dringend Bundesbeschluss werden sollte, das zu verbieten. Und ich denke, umso länger man nachfragt, umso länger man sich mit denen unterhält und so weiter, wird man immer irgendwann auf ein dezidiert antisemitisches Ressentiment stoßen. Und wie erklären Sie sich, woher kommt es, dass es auch gerade jetzt wieder so abrufbar ist? Da stimme ich auch absolut Michael Butter zu. Also Antisemitismus ist eine Krisenideologie, die in bestimmten gesellschaftlichen Konfliktsituationen hervorgekehrt wird. Also wir können nicht davon ausgehen, dass jetzt mehr VerschwörungstheoretikerInnen da draußen sind, als es vorher der Fall war. Sie sind sozusagen sichtbarer und mobilisieren eben latente Potenziale, die ganze Zeit schon in der Bevölkerung sind und durch Krisen dann eben aktiviert werden oder sozusagen sich nach außen kehren. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund sind professionelle Agitatoren, wie zum Beispiel Ken Jebsen etc., deren Strategie das sozusagen, deren politische Strategie das ist, aber eben auch die Situation, dass eben Corona, das hat ja Silvia Weber sehr schön in der Einleitung gesagt, eben auch mit einer massiven Verunsicherung einhergeht, mit Bedrohungsgefühlen, Angstgefühlen. Man weiß nicht, ja, wird man gesund bleiben, wird die Familie gesund bleiben, und dann ist es natürlich viel, viel angenehmer, das sozusagen einfach zu leugnen, das Ganze umzudrehen, das für eine Verschwörung zu halten, und es hält sozusagen das ganze Bedrohliche und das ganze Beängstigende an der Situation, die ja wirklich total beängstigend ist, von sich weg. Und deshalb denke ich, sind gerade Verschwörungstheorien so immens populär. Sie haben jetzt gerade schon einen Namen genannt, Ken Jebsen, mit dem haben Sie sich ja auch schon mehrfach beschäftigt, Frau Kracher, also beziehungsweise vor allem mit Männern, die jetzt momentan in der Diskussion an die Öffentlichkeit treten. Mhm. Es scheint ja oft, als wenn es vor allem Männer wären, die da irgendwie gerade meinen, sie die Welt erklären zu müssen. Wie erklären Sie sich das? Ich finde, man sollte trotz allem nicht ausblenden, dass es durchaus Frauen in dieser Szene gibt, die Wortführerin sind. Mir fallen spontan Eva Herrmann und die Kabarettistin Lisa Fitz ein. Lisa Fitz, die auch mit Verschwörungstheoretikern wie zum Beispiel Heiko Schrang zusammengearbeitet hat, der sich auch durch einen virulenten Antisemitismus auszeichnet. Ich glaube, entweder bei ihm oder bei Ken Jebsen auch ein Lied veröffentlicht hat, wo es dann um den Deep State
gibt und diverse andere antisemitische Chiffren geht, die hinter dem allen stecken und die man im Auge behalten sollte. Aber dennoch lässt sich nicht leugnen, dass sowohl auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen als auch im öffentlichen Diskurs Männer wort- und federführend sind. Die Historikerin Hedwig Richter heißt sie, glaube ich, die an der Bundeswehr-Universität in München lehrt, hat auch Studien darüber herausgegeben, in denen sie belegt hat, dass primär Männer über 40 anfällig sind für Verschwörungsideologien in Bezug auf Covid-19, diese am ehesten auf Social Media teilen. Und die These aufgestellt, und ich würde dem auch zustimmen, dass eben diese Anfälligkeit auch durchaus etwas mit einer Krise der Männlichkeit zu tun hat. Krise der Männlichkeit bedeutet, dass dem Himmel sei Dank hegemoniale Geschlechterrollen ins Wanken geraten und die traditionell männliche Rolle des Ernährers, Welterklärers, Typen, der halt das Sagen hat, zunehmend fällt und das für viele Männer eine narzisstische Kränkung darstellt. Und man demzufolge dann auf so etwas wie Verschwörungsideologien zurückgreift, die, wie Herr Ulig schon gesagt hat, eine Sicherheit bieten, aber andererseits auch einen wieder in die Position geben, Dinge, die nicht erklärbar sind und die verunsichern, erklären zu können, sich als Person selbst zu inszenieren, die es durchschaut hat, die diese omnipräsente Lügenpropaganda, der wir als Schlafschafe alle aufsitzen, durchblickt hat und der jetzt quasi als integrer und der Wahrheit verpflichteter Soldat gegen diese Gleichschalterei und Meinungsmache in den Kampf zieht, was man, finde ich, vor allem an so Figuren wie Attila Hildmann bemerkt, der auf seinem Telegram-Channel, der inzwischen über 60.000 Follower hat, in einerseits sehr oft in, ja, eben permanent so eine Soldaten-Samurai-Inszenierung predigt, auch immer wieder in homophobe oder misogyne Ausfälle verfällt, dass er zum Beispiel den homosexuellen Gesundheitsminister Spahn als Pharma-Nutte bezeichnet hat oder die Wissenschaftlerin Mai-Thi Kim Nguyen als Blaserhase und Pharma-Nutte. Also hier auch so diese Abwertung des nicht-hegemonialen Männlichen, um so ein Männlichkeitsbild aufzubauen und ja, der halt quasi sich so als Soldat an vorderster Front inszeniert, um gegen die da oben, also Bill Gates oder eine jüdische Verschwörung, von der inzwischen auch ganz offen schreibt, zu kämpfen. Also Attila Hildmann hat dann in seinem Telegram-Channel Umfragen wie beherrschen die Juden die Welt? Ja, nein, aber die Zionisten. Ungefähr so in die Richtung ging das. Also schon auch ganz klar antisemitische Propaganda oder auf jeden Fall gemacht. Ja, das, also da kommen wir auch schon dann letztendlich auch zur nächsten Frage. Können wir gleich vielleicht auch bei Ihnen bleiben? Wie gefährlich schätzen Sie dann das Ganze ein, diese Mythen? Kann man sagen, okay, ja gut, das sind ja alles ein bisschen Verrückte, oder muss man das schon auch durchaus ernst nehmen? Wie wir schon häufiger gesehen haben, sei es beim Anschlag von Hanau, sei es beim Anschlag von Halle, haben antisemitische Verschwörungsmythen immer das Potenzial, in Gewalt und antisemitischem oder rassistischem Terror zu enden. Und ich, wie bereits etabliert wurde, diese Verschwörungsideologen werden sichtbarer, aber vielleicht nicht zwingend mehr, aber trotzdem werden eben durch YouTube-Kanäle, Telegram-Channels oder auch diese Demonstration, und ich würde sagen, gerade diese Demonstration, die verunsicherte Menschen auf eine falsche Art und Weise auffangen, wird durchaus das Potenzial gebildet, Leute zu radikalisieren und dieses Gefahrenpotenzial darf man nicht unterschätzen. Herr Butter, wie sehen Sie das? Geht da irgendwie, wie schätzen Sie diese Proteste ein? Wie gefährlich sind sie oder wie ernst muss man sie nehmen? Also ich glaube, ernst nehmen sollte man sie aber eben, wie gesagt, weil sie was sichtbar machen, was schon ganz lange da ist und was schon länger ein Problem ist. Also man hat das einfach nur lange Zeit nicht gesehen. Die Süddeutsche Zeitung hatte einen Artikel vor ein paar Tagen, wo es um das Attentat auf Oscar Lafontaine von 1990 ging. Die Frau, die ihn damals niedergestochen hat, hat ganz offensichtlich an Verschwörungstheorien geglaubt. Nur hat das damals niemand wahrgenommen, weil man das nicht als Problem empfunden hat. Das Attentat
von Hanau ist übrigens ein anderer Fall, da, das wäre ein eigenes Thema, weil das war meiner Ansicht nach kein Verschwörungstheoretiker. Aber zum Beispiel natürlich der Anschlag von Halle ist ein ganz klares Beispiel dafür. Wir haben den als Attentat von Christchurch in Neuseeland, wo wir immer wieder sehen, dass natürlich da etwas passiert, dass gerade Männer und die der Zusammenhang zu einer Krise von Männlichkeit ist evident, sich dann eben als Soldaten begreifen, die in diesen Konflikt eingreifen wollen. Und dann entsprechend losziehen und Menschen töten. Das ist ganz, ganz klar. Gott sei Dank sind das bisher vor allem immer Einzelfälle, auch global Einzelfälle. Und es ist auch ganz schwer, diese Menschen zu identifizieren und rauszufiltern. Also ich habe Kollegen in den USA, die haben den Attentäter beobachtet, der in Pittsburgh war das, glaube ich, in einer Synagoge geschossen hat. Und die sagen, naja, das Problem war, der hat genauso kommuniziert wie 5000 andere, die das nicht gemacht haben. Das heißt, da kommen dann auch meistens noch andere Faktoren ins Spiel und da sind wir einfach noch nicht weit genug zu verstehen, was dann wirklich bestimmt die Individuen dazu treibt, auf Grundlage von Verschwörungstheorien plus X entsprechend dann gewalttätig zu werden. Verschwörungstheorien sind natürlich auch problematisch, weil sie, wenn sie den medizinischen Bereich betreffen, dieses falsche Gefühl von Sicherheit schaffen, das auch schon angesprochen wurde. Man schützt sich selbst und andere nicht, wenn man denkt, das Virus existiert nicht oder das AIDS-Virus existiert nicht oder durch Impfen werden einem Chips implantiert und das hat natürlich dann noch ganz andere Auswirkungen. Jetzt so der dritte Bereich, in dem Verschwörungstheorien problematisch sein können, nämlich dass Verschwörungstheorien auch eine Gefahr für die Demokratie sein können, weil sich Leute entweder aus dem demokratischen Prozess zurückziehen, weil sie denken, die stecken eh alle unter einer Decke, ich brauche nicht wählen gehen, oder eben dann sagen, ich schließe mich irgendwelchen extremistischen oder zumindest populistischen Alternativen an, die zur Lösung der Probleme, ja, das wissen wir alle, meistens eh nichts beizutragen haben, sondern die eher verstärken. Das sehe ich jetzt auf Grundlage dieser Demos momentan nicht so sehr. Ich glaube, dass das Schicksal dieser Demos, die ja auch schon wieder am Abflammen sind, das sein wird, dass die Mahnwachen für den Frieden 2014 genommen haben. Dass viele Leute, und ich würde immer bestreiten, dass es also einen automatischen Zusammenhang gibt zwischen Verschwörungstheorien und Antisemitismus, also nicht jede Verschwörungstheorie ist antisemitisch und unbedingt automatisch auch rechts, sich einfach zurückziehen werden wieder ins stille Kämmerlein, in den virtuellen Raum des Internets. Andere natürlich, die aber eh schon so eine Neigung hatten, die werden vermutlich letztendlich bei der AfD landen. Genauso wie übrigens ein großer Teil der Leute, die unzufrieden sind mit den Maßnahmen der Regierung, das sind ja 20% laut den aktuellen Umfragen, das werden mehr werden, wenn die Wirtschaftskrise richtig durchschlägt. In Hinblick auf die nächste Bundestagswahl sehe ich das eher so als eigentlich das größere Problem für die Demokratie. Das hat jetzt mit Antisemitismus weniger zu tun, aber eben mit der Gefahr, die durch die Corona-Krise für die Demokratie ausgeht, dass da letztendlich doch dann eher wieder eine Partei wie die AfD gestärkt werden wird, die immer sehr gut darin war, Verschwörungstheoretiker und nicht Verschwörungstheoretiker zu verbinden und denen überlappende, aber doch unterschiedliche Narrative anzubieten. Das heißt, Sie sehen schon eine direkte Verbindung auch zwischen Verschwörungstheorien und Rechtspopulismus. Es gibt sehr viele Parallelen zwischen Verschwörungstheorien und Populismus im Allgemeinen, das wissen wir aus einer Reihe von Studien, auch wenn wir immer noch nicht genug darüber wissen. Das liegt daran, dass im Grunde Verschwörungstheorien eine spezifische Erklärung für etwas anbieten, was Populismus auch anders erklären kann. Also Populismus kann sagen, die Politiker sind einfach abgehoben, die haben keine Ahnung, was das Volk braucht, deshalb handeln die gegen die Interessen des Volkes. Jens Spahns Äußerung zu Hartz IV zu Beginn seiner Amtszeit. Die können auch sagen, die Populisten, die sind einfach korrupt, die Politiker, die wollen sich einfach individuell bereichern. Das heißt aber noch nicht, dass da so ein großer Plan im Hintergrund steht, wo die Marionetten einfach sind. Oder sie sagen halt, naja, die sind wirklich Teil einer Verschwörung. Das kommt dann im Grunde so als Zuspitzung dazu. Das macht aber für die Praxis des Protestes erstmal keinen Unterschied. Man kann alle 14 Tage in Dresden gegen die Islamisierung des Abendlandes protestieren und skandieren, Merkel muss weg und denken, die Frau ist unfähig, die Frau ist korrupt oder die Frau ist Teil der großen Weltverschwörung. Das macht erstmal keinen Unterschied und gerade die AfD und Pegida waren sehr gut da drin, Verschwörungstheoretiker, Nicht-Verschwörungstheoretiker so zu vereinen. Diese Hygienedemos sind es nicht nach allem, wie es aussieht, weil da die Leute schon teilweise wegbrechen. Ich habe mit einer Kollegin aus der Beratung in Berlin eine Veranstaltung gehabt vor 3 Tagen, die berichtet hat, dass viele Leute da nicht mehr hingegangen sind nach 2 Wochen, weil sie eben gesehen haben, dass da antisemitische und rechte Stimmen ganz prominent sind. Das heißt, ich glaube eher, dass das zerfallen wird, was wir momentan auf diesen Demos sehen. Manche werden wieder bei den bürgerlichen Parteien landen oder bei anderen, manche werden wieder ins Internet abdriften, andere werden bei den Rechtspopulisten landen. Soweit Ihre Einschätzung, Herr Uhlig, nochmal an Sie. Sie haben vorhin das Bild auch nochmal aufgegriffen mit diesen gelben Sternen, die sich manche Menschen an die Brust heften mit Impfgegnern, steht da drauf. Warum finden Sie das so problematisch und würden gerne, dass es auch bundesweit einen Beschluss gibt, der das verbietet?
Das mit den Sternen, ja. Das macht sich über die Opfer der Shoah, die jüdischen Opfer der Shoah, ja, lustig, könnte man sagen, aber es ist vor allen Dingen eben eine Täter-Opfer-Umkehr. Also man sozusagen, man heftet sich, das sind ja nicht jüdische Deutsche überwiegend, die das tun, oder sind das alle, die das tun, und man heftet sich sozusagen diesen ultimativen Opferstatus an, als ob man den einfach für sich reklamieren konnte und nivelliert damit das Leid der jüdischen Opfer der Shoah. Also es ist eine Täter-Opfer-Umkehr, spricht aber auch ziemlich bändig darüber, in welcher Situation sich diese Verschwörungstheoretiker ja auch tatsächlich selber wähnen. Also als VerschwörungstheoretikerIn fühlt man sich sozusagen ständig angegriffen oder ständig unglaublichen Mächten ausgeliefert, denen man eigentlich kaum noch Herr werden kann. Das sind lebensbedrohliche Mächte, die sozusagen in jede Verästelung des eigenen Alltags hineinwirken wollen. Und in dieser, also es gibt so einen Sozialpsychologen, Rolf Pohl heißt er, der hatte für den Begriff der paranoiden Kampf-Abwehr-Position geprägt, wo es sozusagen darum geht, sich ständig als Attackierte zu empfinden, als attackierte Person, um daraufhin losschlagen zu können. Also das gibt denen sozusagen die Legitimation. Sie sind die ultimativen Opfer und aus dieser Position heraus rechtfertigt sich sozusagen jeder Gegenschlag. Deshalb sich das auch wie Veronika Kracher, das ist ein massives Gewaltpotenzial, was da drin vorherrscht, auch ist dem zuzustimmen, dass man immer nicht genau weiß, wann es dann tatsächlich ins konkrete Agieren überführt wird, aber das Potenzial ist eben da. Und ich würde auch sagen, ähnlich wie bei den Montagsmahnwachen für den Frieden 2014, 2015, passiert das, also durch solche Gründungen von so Kleinstparteien und von Protestkomitees etc., passiert eine massive Professionalisierung des Ganzen. Also die Montagsmahnwachen sind ja auch nicht einfach verpufft, sondern große Teile davon sind in Pegida übergegangen. Andere Teile von den Montagsmahnwachen sind dann eben ins Internet rübergewandert, haben sich da aber auch wahnsinnig professionalisiert. Also Jepsens Auftritt war danach ein anderer im Internet. Mit PayPal-Links und Bitcoin kann man ihn bezahlen und so weiter. Das ist also auch irgendwie bei ihm auch ein Geschäftsmodell. Und also ich denke, dass also einige von denen, die jetzt ja gerade vielleicht ihre ersten Demo-Erfahrungen sammeln, werden sich im Zuge von diesen Hygienedemos, auch wenn es schon wieder Zerfallserscheinungen gibt, werden sich da auch professionalisieren und danach auch weitermachen. Ja, und vieles findet ja auch im Internet statt. Also Frau Kracher, das beobachten Sie ja auch immer wieder. Was würden Sie denn sagen, der Verfassungsschutz und auch Bundeskriminalamt und Innenministerium haben ja am Anfang der Proteste auch davor gewarnt, dass Rechtsextreme sich diese Proteste vereinnahmen auch. Und hat das stattgefunden in Ihren Augen oder noch nicht? Also ich denke, dass man sich vor Augen halten muss, dass antisemitisches Denken nicht nur in einer radikal Rechten zu verorten ist. Antisemitischer Glaube ist in der bürgerlichen Gesellschaft verbreitet. Antisemitische Ressentiments treten vor allem in der Form von Antizionismus in der Linken auf. Und das findet dann alles in Form von so einer antisemitischen Querfront auf Veranstaltungen wie eben diesen Hygienedemos zusammen. Aber zumindest hier in Frankfurt, was hat man eben Teilnehmende wie Henrik Stöckel, der ein rechter Influencer ist, Heidi Mund, die eine federführende Figur des Frankfurter Pegida-Ablegers Fragida war, Mitglieder der Identitären Bewegung wurden an den Protesten gesichtet und Mitglieder der AfD. Also ich denke, also bei Veranstaltungen, die ein Narrativ aufmachen von denen da oben, die den armen, gebeutelten, kleinen Mann unterdrücken und irgendwie davon profitieren, das ist ein Narrativ, dem sich Rechte natürlich bedienen, weil rechte Ideologien, wie Herr Ulig schon angesprochen hat, sehr stark mit so Sachen arbeiten wie eine Opferinszenierung. Man stellt sich selber als Opfer von größeren Mächten dar und legitimiert dann damit eine konformistische, autoritäre Revolte des vermeintlichen kleinen Mannes, der alles Recht hat, gegen seine Unterdrücker vorzugehen. Und da diese Unterdrücker dann auch gerne jüdisch gelabelt werden, artikuliert sich das dann eben in antisemitischer Gewalt. Jetzt würde ich an dieser Stelle gerne mal kurz nachfragen, ob es schon Fragen aus dem Publikum gegeben hat und mal schauen, was dann da hier vielleicht gleich
hereinflattert. Moment, es dauert noch ganz kurz. Bevor wir jetzt dann zu unserer dritten Fragerunde nochmal kommen, wie gehen wir denn mit dem Ganzen um? Also mit den ganzen Einschätzungen, was haben wir dem entgegenzusetzen oder auch nicht? Aber davor erstmal noch die Fragen, die Sie jetzt während unserer Diskussion schon in den Channel geschrieben haben. Hier wird mir mal eine kurze Zusammenfassung übergereicht. Vielen Dank. Also ganz konkret an Herrn Uhlig, bitte antisemitische Chiffre nennen, an denen man antisemitische Zuschreibungen erkennen kann. Antisemitische Chiffre nennen, an denen man antisemitische... Bitte eine antisemitische Chiffre nennen, an denen man antisemitische Zuschreibungen erkennen kann. Vielleicht sowas wie die Ostküste oder so. Ich weiß nicht, genau, also es gibt so ganz viele Chiffren, die man als antisemitisch dekouvrieren kann. Eben genau, Ostküste, Ostküstenkapital, Rothschild, Bilderberger, Illuminaten, Freimaurerloge. Es gibt zahlreiche Chiffren, die eingesetzt werden, um sozusagen den eigenen Antisemitismus zu kaschieren. Es gibt, man sollte vielleicht dazu sagen, dass Antisemitismus seit 1945 öffentlich weitgehend verpönt ist, sondern eher sozusagen im Privaten weitergepflegt wird. Aber eben als latentes Einstellungspotenzial, wenn man so will, oder als Ressentiment eben weiterhin vorhanden ist, weshalb man sich sozusagen um solche Chiffren oder eben Umwegkommunikation bemüht macht, um zu kaschieren, was man eigentlich sagen will. Also beispielsweise hat die Partei, ich glaube die Rechte oder NPD war das, auch egal, Plakate aufgehängt, auf denen steht, Israel ist unser Unglück. Und alle, die ein bisschen Geschichtskenntnis haben, wissen, dass es eine ganz klare Anspielung auf den Nazi-Slogan von Treitschke, die Juden sind unser Unglück, ist und lediglich das Substantiv ausgetauscht wurde. Die Rezipienten verstehen sofort, was gemeint ist. Es ist ganz klar, was damit intendiert werden soll, die Wirkung ist klar, aber sozusagen das Wort ist ausgetauscht, was ist juristisch, was in diesem Fall tatsächlich der Fall war, anscheinend nicht angreifbar macht. Also sozusagen mit diesen Chiffren kann man sich der Kritik eben, zumindest der juristischen Kritik, ein ganzes Stück weit entziehen. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet war. Kann ich dazu was ergänzen? Ich glaube, man muss da ein bisschen mehr differenzieren. Es ist völlig klar, dass sowas wie Ostküstenelite oder ZOG, Zionist Occupied Government oder Verweise auf Rothschild oder Soros oder so weiter, dass das Chiffren sind für antisemitische Verschwörungstheorien. Wenn man dann über so Sachen redet wie die Illuminaten oder die Freimaurer, ich glaube, dann muss man vorsichtig sein, weil das einfach historisch natürlich völlig andersrum funktioniert hat. Also es ist so, dass es keine Kontinuität gibt von antijüdischen Stereotypen aus dem Mittelalter zu antisemitischen Verschwörungstheorien der frühen Neuzeit, sondern es ist so, dass im Grunde, wenn als antisemitische Verschwörungstheorien auftauchen wieder im 19. Jahrhundert, fehlen alle Motive aus dem Mittelalter, Brunnenvergiftung, Hostienfrevel und so weiter und so fort. Und die Juden treten auch nicht alleine auf in diesen Verschwörungsnarrativen, sondern das Modell für diese Verschwörungsnarrative sind die Verschwörungsnarrative, die entstehen im Umfeld der Französischen Revolution um 1800, wo die Freimaurer und die Illuminaten und die Philosophen der Aufklärung beschuldigt werden, diese Verschwörung gegen die Religion in Gang gesetzt zu haben. Und die Forscher erklären das meistens damit, warum dann zum Beispiel auch noch in den Protokollen der Weisen von Zion die Freimaurer und die Juden zusammen auftreten, dass einfach gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Juden als viel zu schwach empfunden werden, als dass man jemandem hätte plausibel machen können, dass die quasi im Hintergrund die Strippen ziehen. Deshalb kommen die immer mit den Freimaurern zusammen vor. Dann im 20. Jahrhundert vermischt sich das dann irgendwann. Es gibt aber natürlich auch eine Tradition der antifreimaurerischen Verschwörungstheorien oder anti-illuminatischen Verschwörungstheorien, die weiterläuft. Das heißt, nicht jeder, der Illuminaten sagt oder Freimaurer sagt, meint automatisch die Juden, sondern meint oft genug, wirklich so absurd es sein mag, die Illuminaten oder die Freimaurer. Übrigens, um das nochmal zu stützen mit der Frau, die diese Dinge auch manchmal weiter transportiert. Die wichtigste Verschwörungstheorie, zumindest 20. Jahrhundert, ist eine Engländerin, Helen Nestor Webster. Das ist die erste, die die Illuminaten und die Kommunisten und die Juden in einer super Verschwörungstheorie verbindet und damit unter anderem Leute wie Winston Churchill beeinflusst, der 1920 eine ganz schlimme antisemitische verschwörungstheoretische Rede hält. Ich würde dazu anknüpfend aber noch erwähnen, dass wenn wir bei der Brunnenvergiftung oder bei so Sachen wie dem Kindermord bleiben, dass das trotzdem
Dinge sind, die auch in modernen Verschwörungstheorien wieder aufgewärmt werden. Gerade der Kindermord, was ja ein uralter antisemitischer und antijudaistischer Mythos ist, wird in diesem Adrenochrome-Glauben, der ja gerade so einen großen Aufschwung erfährt, indem es darum geht, dass Eliten Kinder ermorden, wieder aufgewärmt. Ja, natürlich kommt das wieder. Es ist nur so, dass es diese Kontinuität nicht gibt. Und deshalb sieht man, dass quasi nicht jeder, der Freimaurer sagt oder Illuminat sagt, automatisch quasi das als Chiffre für die Juden verwendet und für Antisemitismus. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein und differenzieren. Aber da können wir vielleicht mal drauf kommen, wenn es darum geht, wie gehen wir damit um. Ich würde vielleicht noch sagen, also dass es natürlich keine gerade Kontinuität gibt, liegt auch einfach daran, dass Antisemitismus seine Funktion verändert hat in der Moderne. Also wenn es vorher darum ging, naturhafte Phänomene, die man sich nicht erklären konnte, wie eben plötzlicher Kindstod, das Brunnenwasser kippt, Seuchen werden verbreitet etc., solche naturhaften Phänomene zu erklären, dafür den Jüdinnen und Juden die Schuld in die Schuhe geschoben wurde, ist es in der Moderne so, dass nicht mehr naturhafte, sondern gesellschaftliche Phänomene erklärt werden. Und das ist sozusagen ein Funktionswechsel im Antisemitismus, der sich auch mit dem Aufkommen der Verschwörungstheorie, im Aufkommen der Verschwörungstheorie widerspiegelt. Und ich würde behaupten, also klar, es gibt solche Findungsphasen, so das haben Sie ja auch in Ihrem Buch dargelegt, aber heute hat sich das Ganze extrem vereindeutigt. Also ich sehe keine Demonstrationen vor Häusern der Freimaurer. Wir sind uns da mal bei einem sehr netten Geburtstag begegnet. Da haben keine Demonstrationen von den Freimaurern stattgefunden. Das sind nicht die Anschlagsziele, das sind nicht die Ziele der Verschwörungstheoretiker. Und wenn die Illuminaten sagen, dann ist damit immer mehr gemeint, als sozusagen nur die Chiffre. Gut, also dann lassen wir das erstmal so stehen. Eine Frage würde ich ganz kurz noch auch tatsächlich in die Runde stellen. Haben Verschwörungstheorien auch etwas mit unbewussten eigenen Wünschen zu tun? Sie nicken. Ich würde sagen, ja, bei vielen Verschwörungsideologen ist ja auch immer so ein Moment der pathische Projektion. Beispiel, womit ich mich relativ beschäftige, ist diese Verschwörungsideologie des großen Austauschs, die ja auch schon ein paar Mal hier angesprochen wurde, bei der eben auch Antisemitismus, Antifeminismus, Rassismus, Antikommunismus und Maskulinismus in eins fallen, die im Großen und Ganzen besagt, der Kulturmarxismus der Frankfurter Schule führt dazu, dass der deutsche Mann total verweichlicht wird, die deutsche Frau sich lieber so geschlechtsfremden Anwandlungen wie dem Feminismus und einer Karriere hingibt, statt eben weiter den deutschen Volkskörper durch zu stärken, indem sie Kinder bekommt. Und das deutsche Volk wird so quasi geschwächt, während dann irgendwelche ominösen Eliten, in der Regel ist es Georg Soros, Geflüchtete nach Deutschland bringen, die sich dort vermehren und was dann eben letztendlich zu einem Genozid an den Weißen führt. Hier haben wir eben diese klassische Täter-Opfer-Umkehr, die Herr Ulig ja schon angesprochen hat. Man sieht sich als Opfer eines Genozides an den Weißen und rechtfertigt damit dann rassistische oder antisemitische Attentate, im schlimmsten Fall eben so etwas wie den Terroranschlag von Halle, wo der Attentäter auch am Anfang seines Bekennervideo gesagt hat, hier, ich bezweifle, dass der Holocaust passiert ist, Juden sind am Rückgang der weißen Geburtenrate schuld und so weiter und so fort. Man fühlt sich ja bedroht und gekränkt in seiner kompletten Existenz als weißer Mann. Und aus diesem Gefühl von Unterdrückung und Bedrohung wächst dann eben der Wunsch, dagegen, also dem entgegenzuschlagen. Mhm. Also es hat ja durchaus was mit einer persönlichen Angst zu tun, aber die basiert eben einfach aus Neurosen und die ist halt Resultat von einer Paranoia und von einer narzisstischen Kränkung. Ja, und letztendlich auch dieser Verunsicherung, über die wir ja ganz am Anfang auch schon gesprochen haben. Die dritte Frage, und da sind wir eigentlich tatsächlich auch schon beim dritten Fragenkomplex. Wie gehen wir mit dem Ganzen jetzt um? Da wird jetzt die Frage gestellt, sollten solche Diskussionen auch in Schulen geführt werden? Vielleicht ist das nochmal am ehesten an Sie die Frage. Sie sind hier ja auch Bildungsreferent, haben auch mit Lehrkräften, Lehrerinnen, Lehrern zu tun. Ich denke, das geht in die Richtung
dass Sie die Frage eigentlich mit Ja beantworten würden, oder? Ja. ja, natürlich sollte darüber geredet werden. Ich glaube sozusagen für den Schulkontext ist auch wichtig, immer zu sich bewusst zu machen, dass es eben nicht nur Schülerinnen und Schüler betrifft, die sozusagen solche Theorien reproduzieren können. Also häufig ist dann im Gespräch, gerade wenn es irgendwelche Skandale um antisemitische Rapstars geht oder so, wird dann immer gefragt, ja, was die Schülerinnen und Schüler, die sind dem ja ausgesetzt, die denken das dann alle auch. Ja, aber eben auch die Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist und was lange Zeit vernachlässigt worden ist und wo wir jetzt sozusagen, weshalb wir einen starken Fokus auch auf Erwachsenenbildung setzen, um eben genau dahin zu kommen. Solche Denkformen sind sehr, sehr weit verbreitet. Verschwörungstheoretische Denkformen sind sehr, sehr weit verbreitet und deshalb muss man sozusagen auch Lehrerinnen und Lehrer adressieren, wenn man in den Schulkontext reingehen will. Ja, ich würde das unterstützen. Ich mache auch sehr viele Lehrerfortbildungen. Ich habe ja ein internationales Netzwerk koordiniert, das einen Leitfaden zu Verschwörungstheorien herausgebracht hat auf 15 Seiten, den es mittlerweile auch auf Arabisch gibt, bald auch auf Hebräisch und in ein paar weiteren Sprachen, wo es auch weitere Materialien auf der Website gibt, die man über meine Homepage aufrufen kann auch, die zum Beispiel Beispielanalysen von verschwörungstheoretischen Filmen für die Schule machen, irgendwie, die man in den Unterricht einbauen kann. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil natürlich ich aus der Erfahrung mit Lehrern weiß, dass sowas immer wieder aufkommt im Unterricht und man dann natürlich ein Problem hat, damit umzugehen, weil man auch mehrere Publika hat. Man hat vielleicht ein oder zwei Leute, die sehr überzeugt davon sind, mit denen muss man anders sprechen als mit den Leuten, die das erste Mal davon hören, aber interessiert sind. Und das Dümmste, was man machen kann, ist das dann einfach abzubügeln und nicht zu diskutieren, weil dann wird das nur noch interessanter für diejenigen, die bisher noch gar nicht sich dafür interessiert hatten. Aber gilt das generell für den Umgang damit? Also auch jetzt zum Beispiel, wenn bei Ihnen im Bekanntenkreis, Familienkreis Ihnen so jemand begegnet, der mit diesen Verschwörungstheorien daherkommt, also das kommt, wie reagieren Sie? Also es kommt drauf an. Es ist so, dass wir aus einer Reihe von Studien wissen, dass Sie mit Fakten bei überzeugten Verschwörungstheoretikern nicht weiterkommen. Die glauben noch mehr an ihre Verschwörungstheorie, nachdem sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert haben, einfach weil die Identitätsfunktion so wichtig ist von diesen Erzählungen für die und dann machen die dicht, wenn man deren Identität in Frage stellt. Das heißt, bei überzeugten Verschwörungstheoretikern im Bekanntenkreis, in der Familie, muss man es entweder ignorieren, weil rein theoretisch die Chance dann größer ist, dass sie da rauskommen, als wenn man sagt, das ist doch eine Verschwörungstheorie, ist doch Blödsinn. Oder man muss wirklich hingehen und offener rangehen. Man müsste versuchen, Fragen zu stellen, man müsste sagen, wie kommst du darauf, im Detail einsetzen, Empathie zeigen und solche Dinge. Bei Leuten, die das interessant finden, aber noch nicht vollkommen überzeugt davon sind, aber es vielleicht mal geteilt haben, weil sie darüber nachdenken, da kommt man mit Fakten sehr wohl weiter. Da gibt es dann auch durchaus ganz gute Anleitungen mittlerweile, wie man dann quasi richtig debunkt. Allerdings wissen wir auch aus der Forschung mittlerweile, dass das Beste ist, Leute quasi, und das ist eine problematische Metapher, die Forschung da verwendet, zu impfen, in Anführungszeichen. Nämlich, wenn man Leute im Vorhinein aufklärt über die Argumente bestimmter Verschwörungstheorien, aber auch das Funktionieren von Verschwörungstheorien im Allgemeinen, sinkt, das zeigen zumindest ein paar Studien, die Wahrscheinlichkeit rapide, dass die danach dann, wenn sie diesen Verschwörungstheorien irgendwo begegnen, an die glauben. Und insofern ist, glaube ich, Aufklärungsarbeit gerade in der Schule sehr wichtig. Ich stimme aber auch mit dem vollkommen überein, dass das nicht nur ein Problem natürlich von jungen Menschen ist, sondern ganz im Gegenteil, es sind eher so Leute so ab die 40, die das verbreiten, nur an die kommt man nicht so leicht dran und deshalb sollte man quasi bei der nächsten Generation schon mal vorbauen. Was ich da auch sehr wichtig finde, ist, dass in deutschen Schulen oder auch bei deutschen Behörden eine größere Awareness entwickelt wird, was die Rolle des Internets angeht. Mir fällt regelmäßig auf, dass ein Wissen über rechte Imageboards wie ColdChan, 4chan oder 8kun, und 8kun ist ja auch ein Board, wo diese QAnon-Verschwörungstheorie entwickelt und verbreitet wurde, bedauerlicherweise gerade in Deutschland immer noch marginal ist. In Nordamerika ist man dort schon um Längen weiter. Und das sind eben Orte, wo sich gerade junge Männer radikalisieren und wodurch ein Habitus von hier sind die einzigen Orte im Internet, wo man frei reden darf. Hier kann man mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kokettieren, um ironische Witze zu machen, dass das sehr gefährliche Orte sind, die einerseits zu einer Verrohung von Individuen beitragen, zu einer Radikalisierung nach rechts, wo eben auch ganz bewusst rechtsradikale Propagandaarbeit leisten und sich halt auch nochmal so eine ganz spezifische Form von Codes und Lingo entwickelt, die von dieser neuen Internetrechten vertreten wird, auch eben
um sich von eben der Masse, die das nicht versteht, abzugrenzen. Und da ist es sehr wichtig, dass diesbezüglich eine Bildung stattfindet und ein Bewusstsein entwickelt wird, was dort überhaupt passiert. Da schließt sich vielleicht dann diese Frage auch noch an, warum wenden sich Verschwörungsideologie, das kann ich gerade nicht richtig lesen, realitätsfernen Erklärungen so und nicht tatsächlich wissenschaftlichen Erklärungen. Also woher kommt es, dass sich manche Menschen dafür anfälliger sind als andere? Ich weiß nicht, wer da vielleicht von Ihnen... Naja, wir wissen also aus der Forschung, dass Verschwörungstheorien in der Gegenwart in Deutschland oder in der anderen, im Rest der westlichen Welt, wo die eigentlich stigmatisiert sind, besonders attraktiv sind für Menschen, die sich machtlos fühlen, weil sie die eigene Machtlosigkeit erklären, und für Menschen, die schlecht mit Unsicherheit umgehen können. Weil Verschwörungstheorien natürlich Eindeutigkeit bieten. Wir sehen das ja gerade momentan in der Corona-Krise. Die Wissenschaft kann uns nicht sagen, was in 4 Monaten sein wird. Die kann uns auch nicht sagen, ob es eine 2. Welle gibt oder wir finden gerade erst so langsam raus, was irgendwie gefährlich ist und was nicht so gefährlich zu sein scheint. Also Händewaschen scheint nicht so wichtig zu sein, wie zum Beispiel zu lüften. Das hat vor 2 Monaten auch noch niemand gesagt. Und das schafft natürlich Unsicherheit. Die Verschwörungstheorie weiß aber immer ganz genau, was passiert und wer dahinter steckt und worauf es rausläuft. Und das bietet dann natürlich enorme Sicherheit. Gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, dass natürlich Verschwörungstheorien sich nicht als antiwissenschaftlich geben, sondern die geben sich als die wahre Wissenschaft aus. Das sind diejenigen, wo Leute, die sagen, unsere Wissenschaftler, unsere Experten, die gehen wirklich vorurteilsfrei an die Dinge ran und kommen dann eben zu anderen Erkenntnissen als diejenigen, die entweder ideologisch komplett verbrämt sind oder durchgeknallt oder einfach bezahlt sind von den dunklen Hintermännern, die dahinter stehen und deshalb sagen, was sie sagen müssen. Und deshalb kommen natürlich dann auch Leute, die einen Professortitel haben, einen Doktortitel haben, in diesen alternativen Medien so prominent zu Wort, wie wir das in den letzten Monaten gesehen haben, entweder weil die selbst Verschwörungstheorien verbreiten, wie zum Beispiel Herr Wodak, oder indem sie sich einfach quasi, wenn sie legitime Kritik äußern, das aber halt in auf einer Plattform machen, wo sie offensichtlich nicht verstanden haben, wie quasi ihre Kritik dann integriert wird in so eine Verschwörungstheorie. Da gibt es also manche, deren Position man durchaus auch seriös diskutieren kann, die aber einfach nicht verstanden haben, dass ich KenFM kein Interview geben sollte, wenn ich danach noch ernst genommen werden sollte. Aber eben, wie gesagt, die Rolle von Wissenschaft in Verschwörungstheorien ist komplex, die nehmen für sich in Anspruch, wir sind eigentlich die Richtigen, die wirklich Wissenschaft betreiben. Herr Uhlig, nochmal an Sie die Frage, wie ernst müssen wir also das alles nehmen? Wie wichtig ist es, sich damit auseinanderzusetzen, gerade jetzt nochmal im Hinblick auch auf Antisemitismus? Ja, also man muss das total ernst nehmen. Also es gibt ja, also die falsche Art, es ernst zu nehmen, wäre sozusagen im Sinne, wie man das bei Pegida am Anfang gemacht hat, mit wir müssen die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und sozusagen deren eigenen Erzählungen auf den Leim zu gehen. Das wäre sozusagen die falsche Art, das zu tun, aber ernst zu nehmen eben als ein massives Problem, was immer das Potenzial in sich trägt, in Gewalt umzuschlagen, muss man das auf jeden Fall. Und natürlich kann man auch die damit verbundene Unsicherheit oder die Ängste eben ernst nehmen, was vielleicht auch sozusagen den Umgang jetzt im Nahfeld oder so betrifft, wenn ich jetzt einen Onkel habe oder irgendwie einen guten Freund und am Tresen erzählt er mir, dann fängt er an, da irgendwie komische Verschwörungstheorien auszupacken, würde ich auch vollkommen mitgehen, dass man manchmal, wenn man dann anfängt, über den vermeintlichen Wahrheitsgehalt dieser Theorie zu diskutieren und welche Fakten man jetzt seinen Recherchen irgendwie entgegenstellen möchte, manchmal dann Gefahr läuft, diese Verschwörungstheorie eher noch zu bestätigen, sondern eher sozusagen, dass daraufhin die Diskussion versucht, darauf hinzulenken, worum geht es der Person denn eigentlich? Also sozusagen, wie geht es dir denn eigentlich gerade? Wie kommst du mit der Situation, mit Corona klar? Wie kommst du überhaupt gerade klar? Bist du überhaupt glücklich oder sozusagen? Oder hast du vielleicht eigentlich ganz andere Probleme und sozusagen dir hilft diese Theorie gerade dabei, dich selber zusammenzuhalten? Du klammerst dich da dran, um sozusagen um mit den Widersprüchen und mit den Ambivalenzen der Gegenwart besser umgehen zu können und sozusagen eher versuchen, das geht natürlich nur, wenn ich zu der Person auch wirklich eine Beziehung habe, die so etwas zulässt, aber ich denke gerade, also die Frage ging ja so ein bisschen vorhin, ging es ja auch so ein bisschen um Freunde und so weiter, um das Nahfeld, wenn die Person es eben zulässt, dass man versucht eben dahin zu gehen, was ist die Wurzel des Verschwörungsglaubens, was bringt der Person das jetzt eigentlich so vehement zu vertreten und das unter Umständen
dann sinnvoller sein kann, als über den vermeintlichen Wahrheitsgehalt zu sprechen. Und das wäre auch eine Form, das sozusagen ernst zu nehmen, finde ich. Mhm. Allerdings eben eine Form mit sehr begrenzter Reichweite. Wenn wir es mit einem politischen Konflikt zu tun haben, mit Demonstrationen, die auffahren, dann ist ganz klar, dass sich das eben als verschwörungstheoretisch und antisemitisch denunzieren muss, erklären muss sozusagen, warum das nicht stimmt. Und da eben vor allen Dingen auch, das klang ja in Ihrer Antwort vorhin auch an, Herr Butter, eben auch für jemand Dritten spreche, also jemand Dritten adressiere, der da vielleicht noch mithört. Mhm. Frau Kracher, vielleicht haben Sie ja nochmal einen Tipp, oder woran oder wie kann ich denn erkennen, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder nicht? Ich denke, dass wir hier während unseres Gesprächs sind ja schon mehrere Merkmale von Verschwörungstheorien angeklungen. Also wenn ich dann im Gespräch mit dem Familienmitglied, das hier Uli gerade angesprochen hat, wenn dann bestimmte Chiffren fallen, wie Leute, denen es die aktiv von einem Schaffen dieser Krise profitieren, das Aufmachen einer von Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, das Bezeichnen der Krise als etwas Gemachtes, was natürlich eben auch ein Gefühl von Kontrolle vermittelt. Ich meine, es ist ein super erschreckender Gedanke, dass dort dieser komplett neue Virus ist, von dem wir keine Ahnung haben, der sich rapide verbreitet und dem wir alle zum Opfer fallen können. Das ist so etwas Fürchterliches. Also ich selber fühle mich davon, also ich selber habe... bin da durchaus besorgt, was das angeht, aber sobald eben das Ganze in eine Erzählung mündet, die sei etwas von Menschen Gemachtes, um davon in einer gewissen Art und Weise zu profitieren, dann kann ich davon ausgehen, da steckt verschwörungsideologischer Glaube dahinter. Und ich denke, dass es eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zivilgesellschaft ist, eine starke Zivilgesellschaft mit starken, mündigen Bürgerinnen und Bürgern hervorzubringen, die sich nicht zu solchem Denken hinreißen lassen, sondern dass es auch die Aufgabe einer Gesellschaft ist, Menschen adäquat aufzufangen. Ich kann nachvollziehen, dass ein älterer Herr, der seine Frau, die im Altenheim liegt, nicht sehen darf, anfängt, an der Zivilgesellschaft zu zweifeln. Oder dass, wenn ich sehe, dass große Unternehmen milliardenschwere Abfindungen bekommen, während Arbeiterinnen und Arbeiter in Kurzarbeit geschickt werden, dass mich das wütend macht. Jedoch sollte man nicht nach diesen einfachen Lösungen greifen, sondern, und das ist natürlich viel komplizierter, aber es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, generell die Verhältnisse, die eben mehr auf Profitmaximierung und eine kapitalistische Herrschaft ausgelegt sind, diese zu kritisieren und eben auch als ein apersonales Unterdrückungsverhältnis und nicht etwas, ja, und nicht als die Verschwörung von irgendwie einer ominösen Elite. Und ja, deswegen muss, denke ich, eine Zivilgesellschaft eine stärkere Unterstützung für eben sämtliche Mitglieder bieten, damit so etwas nicht passiert. Wir als Mitglieder dieser Zivilgesellschaft müssen entschieden gegen Antisemitismus und Verschwörungsideologien vorgehen. Ja, ich würde sagen, das war ja fast schon ein ideales Schlusswort hier. Haben Sie noch was zu ergänzen, Herr Butter? Sie waren jetzt nochmal als Letzte an der Reihe. Was wäre Ihr Plädoyer? Wie gehen wir mit diesen Also ich glaube, ich kann teilweise unterstreichen, was gesagt wurde, und dann vielleicht noch ein kleines bisschen ergänzen. Also ich glaube, wir wissen, dass Verschwörungstheorien attraktiv sind für Menschen, die sich kulturell und oder wirtschaftlich abgehängt fühlen. Und das sind durchaus Dinge, an denen man arbeiten kann. Das heißt nicht, dass man wie bei Pegida da hinterherrennen muss und also die Sorgen, die sich da quasi dann in verzerrter Form äußern, allzu ernst nehmen muss. Aber man kann viele Dinge, die dahinter stehen, kann man ernst nehmen und kann denen auch den Boden entziehen. Also wir wissen einfach, dass wenn Leute irgendwie bessere Ausbildung haben, bessere Arbeitsplätze, wenn irgendwie das Krankenhaus nicht schließt irgendwie oder der Arzt dicht macht bei ihnen vor Ort, dass die dann weniger anfällig werden für solche Dinge. Ich glaube, was jetzt den Zusammenhang von Verschwörungstheorien und Antisemitismus angeht, ist es, glaube ich, wichtig, wirklich zu differenzieren, weil
Es gibt diese antisemitischen Verschwörungstheorien, es gibt die Verschwörungstheorien, die so in einem Graubereich dazwischen sind, also so oder so aufgeladen werden können, aber es gibt auch wirklich Leute, die da zum Beispiel gerade auf der Straße sind, an Verschwörungstheorien glauben, aber die wirklich alles andere als antisemitisch sind. Ich glaube, man tut sich dann keinen Gefallen, wenn man die alle in einen Topf schmeißt, weil was dann nämlich passiert ist, dass die, und das kann man im Internet ganz gut beobachten, quasi komplett blind werden für den Antisemitismus der Leute, mit denen sie da in einen Topf geschmissen werden und der wirklich dann eklatant ist, weil die dann für die dann Antisemitismus nur noch quasi wie Verschwörungstheorie zu so einem Hammer wird, mit dem die da oben immer auf sie draufhauen, um ihre Kritik und ihre Positionen zu delegitimieren. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, da durchaus zu differenzieren und das ernst zu nehmen und genau hinzuschauen und festzustellen, also wo ist jetzt wirklich da der Antisemitismus, der ist da, der ist ein großes Problem und wo ist er vielleicht nicht da, und dann muss man mit den Leuten auf unterschiedliche Art und Weise reden auch. Gut, dann sage ich an dieser Stelle mal danke an Sie alle für diese lebhafte Diskussion und die vielen interessanten Aspekte. Also ich für mich habe jetzt mitgenommen, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir uns darüber auseinandersetzen. Es ist auch wichtig, diese Theorien und Mythen oder wie man sie auch nennen mag, ernst zu nehmen und genau hinzugucken, was davon ist tatsächlich antisemitisch, was hat ein antisemitisches Narrativ mit implantiert. Und dazu ist es nötig, dass wir uns selbstkritisch auseinandersetzen, aber auch, dass es so Veranstaltungen wie diese hier gibt. Und deswegen sage ich nochmal vielen Dank auch an die Bildungsstätte Anne Frank, dass sie das hier ermöglicht hat. Und natürlich auch an Sie, dass Sie gekommen sind und hier teilgenommen haben, und auch an Sie zu Hause, an den PCs, die hier die Diskussion verfolgt haben und hoffentlich auch das ein oder andere mit nach Hause genommen haben. Ich bin Anne Bayer und ich verabschiede mich hiermit von Ihnen und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.